Technologisierung und Digitalisierung, Klimakrise, soziale Ungleichheit und der demografische Wandel beeinflussen zunehmend unseren Alltag. Auch die kommenden Generationen werden mit großen Herausforderungen konfrontiert sein. Die Stiftung Kinder forschen ist Deutschlands größte Fortbildungsinitiative für Kitas, Horte und Grundschulen. Bundesweit befähigen wir Kinder, selbstbestimmt zu denken und verantwortungsbewusst zu handeln und sich damit in einer schnell verändernden Welt zu orientieren und sie mitzugestalten. Die frühe Auseinandersetzung mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Nachhaltigkeit ist ein Schlüssel, um Neugier, Lern- und Denkfreude bei Kindern zu fördern. Wir nennen das MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung und achten darauf, dass diese im pädagogischen Alltag mit geringem Aufwand umgesetzt werden kann. Die Interessen der Kinder bilden die Basis für unseren pädagogischen Ansatz. Ganz konkret unterstützen wir pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Darüber hinaus achten wir auf eine wissenschaftliche Fundierung unserer Inhalte. Bei den vielfältigen Fortbildungen lernen wir alltägliche Lernsituationen im Bereich MINT zu erkennen. Ja, wir probieren viele Forschungsideen selbst aus, die man den Kindern als Impulse anbieten kann. Kinder sollen merken, ich kann, und so ihre eigenen Talente und Potenziale entdecken. Wir haben mit der Stiftung viele Fortbildungen zusammen gemacht. Dabei haben wir viel mit Materialien aus der Natur geforscht. Wir haben Materialien aus dem Haushalt genommen und die mit unseren digitalen Tools in Verbindung gebracht. Die Stiftung und die Fortbildung haben uns dabei geholfen, eine hohe Qualität unserer Bildungsangebote zu sichern. Unser deutschlandweites Netzwerk ist einzigartig. Rund 200 lokale Netzwerkpartner mit etwa 400 TrainerInnen bieten sowohl in Präsenz als auch online Fortbildungen an. MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dafür bekommen wir namhafte Unterstützung aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik. Wer wagt, gewinnt, heißt es. Ich finde auch, wer fragt, gewinnt. Denn das ist der erste Schritt beim Forschen. Wer neugierig seine Fragen stellt, selbst Antworten darauf sucht, am besten von früh an, der kann es weit bringen im Leben. Das gilt heute mehr denn je, denn vieles verändert sich, Klimawandel, Digitalisierung. Damit klarkommen, klappt nur mit Bildung. Die Stiftung Kinder forschen, sie engagiert sich dafür, für eine gute Bildung von der Kita an. Sie ermuntert Kinder zu entdecken. Sie zeigt, Forschen macht Spaß, Bildung macht stark und fit für die Zukunft. Kinder stärken für die Welt von morgen.